Ja, Wolfgang Hesel 1:1 am Ende gegen Bremen 2. Ein Punkt letztlich gewonnen, weil man 0:1 aufgeholt hat oder zwei verschenkt, weil man in der ersten Halbzeit so viele gute Chancen hat liegen lassen. Ja, ich würde eher zweiter sagen, weil man natürlich ja, in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr dominant waren, gar nicht zugelassen haben, selber drei, vier wirklich richtig, richtig gute Chancen hatten, leider das Tor nicht gemacht haben und ja, dann durch eine Einzelaktion fällt dann das 0:1 und dann ja, haben wir wieder Moral bewiesen und sind wieder zurückgekommen. Das ja, großes Kompliment an die Mannschaft. Mittwoch geht es schon weiter gegen Münster. Gott sei Dank, weil man schnell dann möglicherweise dann den ersten Sieg einfahren kann. Ja, na klar, wir freuen uns natürlich jetzt, dass es wieder ein Heimspiel ist, dass wir jetzt in der kurzen Zeit keine Reise haben und heute nach dem anstrengenden Spiel mit den heißen Temperaturen. Ja, fängt jetzt sofort die Regeneration an und müssen da jede freie Minute nutzen. Ja, Dominik Baumann, erstmal Glückwunsch zum ersten Tor im Pflichtspiel für die Würzburger Kickers. Fühlt sich das persönlich gut an und aus Sicht der Mannschaft, weil es am Ende nur ein Punkt war, ein bisschen bitter? Ja, persönlich Tore zu machen ist immer gut, ne? Auch für Selbstbewusstsein. Für die Mannschaft ist es natürlich ärgerlich, dass wir einen Punkt nur holen, obwohl wir so viele Chancen hatten, einen Chancenplus natürlich. Wenn man den Ball anfängt, immer Anfang der ersten Hälfte ins Tor unterbringen, dann holen wir hier 3 Punkte, denke ich. Und so ist es natürlich ärgerlich, dass wir in der 70. Minute das Gegentor kriegen. Und dann freue ich mich natürlich, dass ich mein erstes Tor für die Kickers mache. Wie sieht man das von draußen? Sie haben in der ersten Halbzeit noch draußen gesessen. Da waren drei, vier wirklich hundertprozentige Chancen. Juckt es einem da im Fuß und man will selber rein und das Ding machen? Ja klar, also man schaut schon, was die Kollegen da machen. Und man freut sich natürlich mit, wenn wir das Tor da machen, wenn wir den Ball über die Linie drücken. Welche Rolle haben heute die Temperaturen möglicherweise gespielt? Es waren 28 Grad im Schatten. Ja, wir hatten in der Vorbereitung auch immer hohe Temperaturen und denke ich mal, wäre das für uns kein Problem. Waren das gewohnt, klar war es die Woche ein bisschen kälter, aber wir waren darauf vorbereitet und waren jetzt kein Problem für uns. Zeigt sicherlich auch die Tatsache, dass ihr ja 0:1 aufholen musstet und das auch geschafft habt. Also da stimmt Kondition, da stimmt Wille, da stimmt auch die Moral. Ist das auch ein Zeichen vielleicht, mit dem man positiv in die Saison weiter reingehen kann? Ja, auf jeden Fall mit den 16 Neuzugängen, die wir hatten. Das Spiel in Meppen umzudrehen und auch hier wieder zurückzukommen, spricht natürlich für uns und für die Mannschaft. Inwieweit haben die Fans heute eine Rolle gespielt? Ja, die Fans, die müssen uns tragen und das haben sie heute getan und deshalb sind wir, denke ich mal, auch zurückgekommen. Mittwoch schon das nächste Spiel, möglicherweise ganz gut, dass man jetzt nicht lange über die zwei Unentschieden nachdenkt, die man bis jetzt auf dem Konto hat. Ne, also klar, es ist jetzt nicht lang bis Mittwoch und wir bereiten uns gut vor und wollen dann die ersten 3 Punkte zu Hause holen. Applaus